Willkommen zurück zu einer weiteren Folge von Mario Kart Double Dash. Heute wieder 100 CCM im Sternencup. Und wenn wir den als Erstplatzierter abschließen, und davon gehe ich halt auf jeden Fall zu 100% aus, dass wir das schaffen werden. Ich meine, wäre schon relativ peinlich, jetzt immer 40 Punkte, sprich volle Punktzahl, und dann auf einmal nicht Erster werden. Das wäre schon etwas krass. Auf jeden Fall, wenn wir Erster werden, kriegen wir den Special Cup, und den nehme ich mir heute fest vor. Ja, und mit welchem Fahrer du? Nächstes in der Liste sind DK und Diddy Kong. Ja, und das Kart, was die haben. Tempo. Geil. Gewicht. Nach wie vor keine Ahnung, weil es hintereinander aufgenommen ist. Das heißt, logischerweise noch keine Kommentare zum Lesen. Ja, und das Gas dafür etwas schlechter. Bedeutet, wir werden uns nicht so schnell erholen, wenn es um Itemtreffer geht. Aber ganz ehrlich, ich hoffe mal, wir werden nicht in allzu viele hineinkrachen. Sobby lässt als erstes an. Nach wie vor eine Nostalgie-Strecke, ich liebe sie bis heute. So. Bin schon gespannt, wer unsere heutigen Kontrahenten sind. Wird sich gleich herausstellen. Okay, erster Augenblick sieht aus, ja, Yoshi eindeutig. Yoshi ist heute unser stärkster Erzfeind. Na gut, dann werden wir ihn einhetzen. Oh, und schon wieder Wario und Waluigi. Mann, die beiden, die mag ich überhaupt nicht bezüglich ihrer verdammten Bombe. Ja, das Special-Item, was die beiden haben, ihr seht es schon, kann ich direkt als erstes bekommen, die Riesenbanane. Und die kann einiges an Schaden verursachen. Einerseits mal, natürlich ist sie größer als die normalen Bananen, das heißt, Chance, dass man hineinkracht, ist natürlich eher gegeben. Aber, sollte man hineinfahren, dann teilt sich diese große Banane in drei kleine, und das ist halt echt mies. Man kann sozusagen ein Item, vier Itemtreffer möglich. Und vor allem, wenn das halt auf kleinen Strecken ist, oder hier auf so kleinen Gassen wie hier gerade, dann ist da schon relativ viel Gefahr gegeben. Nachteil ist logischerweise, man kann selber auch in die Bananen natürlich reinfahren. Und das heißt, oder besser gesagt, wenn wer reinfährt und da liegen überall Bananen, kann es einen selbst auch erwischen. Das heißt, das Item ist taktisch gesehen vielleicht nicht das stärkste. Aber hey, stört mich schon nicht. Meine Hauptsache Bananen versprühen, warum denn nicht? Es passt dann am besten zu DK. Und schon wieder eine große. Langsam reicht's aber. Ich bin gerade komplett entgleitet. Ich hatte gerade so schön Vorsprung. Okay, Yoshi ist auch wo reingekracht. Ja, genau sowas war hier gemeint. Überall Bananen. Nein! Okay, kann mir egal sein, ist schon letzte Runde. Ich habe halt noch Angst vom Yoshi-Ei, wenn da jetzt noch eins kommt. Oder ein roter, ist es noch schlimmer. Bitte jetzt nicht zur falschen Zeit. So knapp. Das. Nein! Oh. Fahr, 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 fahr. Yoshi, nein, Yoshi, nein. Aus, aus, aus. Böser Junge. Puh. Alter, das gibt's doch nicht. Nur die. Alter, die Banane hat sich gesplittet und ist mir direkt rein. Mann, die ist doch vorgeflogen. Beschissen gelaufen auf alle Fälle, okay, aber nicht viel passiert trotzdem. Alter. Also wenn ich mir das jetzt gekostet hätte, das wäre absolut ein Skandal. Pilz-City. Auch so eine Strecke, die ich mir schon lange, lange zurückwünsche. Einfach weil sie so geil ist. Vor allem das mit dem Pilzbus. Ich weiß nicht, wie oft ich das jetzt schon erwähnt habe. Der Pilzbus. Warum ist der nicht mehr da? Ich will ihn wieder haben. Auch wenn er nur ätzend ist, aber trotzdem, der ist halt, keine Ahnung, der gibt mir irgendwie so das Nötige auf alle Fälle. Also, keine Ahnung, es ist halt irgendwie, ich sag mal so, der gehört für mich einfach dazu. Jedes Mal, wenn ich irgendwie an so eine Autobahn denke, ich denke automatisch nicht an diese fahrenden Bomben, sondern wirklich zuerst an das, boah, es war knapp, sondern wirklich zuerst an diesen Pilzbus, diese grüne Raupe. Weil diese grüne Raupe, das ist ja, soweit ich weiß, war das ja auch der Ursprung dann von dem Wiggler. Boah, es war knapp. Weil dieselbe grüne Raupe kennen wir sogar noch. Die kam nämlich in Mario Sunshine auch vor. Warte mal, Mario. Nee, Blödsinn. Nee, Blödsinn, das ist genau umgekehrt. Also der Wiggler sah früher halt grün aus, logischerweise. In Mario Sunshine schon bekannt. Und das ist halt nochmal sozusagen das Easter Egg eigentlich hier. Dass diese grüne Raupe hier, dieser Pilzbus, eigentlich diesen Wiggler darstellen soll.
glaube, das war damals der Wegler 2001. Also, der Wegler war damals noch grün, soweit ich weiß. Kann natürlich sein, dass es ein komplett anderer Charakter ist. In dem Fall, I'm sorry. Das ist die absolut tödlichste Falle überhaupt. Zwei Bananen an derselben Stelle. So, jetzt hier noch zentral. Wir sind ja mal asozial. Jawohl! Jetzt halt ja nicht mehr selber reinfahren. Vor allem jetzt haben die Yoshis dann noch Heimspiel, aber wir auch. Wir mit DK Bergland und der mit natürlich seiner Yoshi-Insel. Man hat natürlich nichts auszusagen, aber ich sage ja gern Heimspiel einfach. So, wie eine Riesenbanane. Ey, wie viele Riesenbananen waren das jetzt schon gesamt? Ich glaube, das waren schon um die 10 Stück, glaube ich, die wir heute... Na, okay, so viel noch nicht. Es waren erst 2 Strecken. Ja, aber 8 Stück waren es auf alle Fälle schon. Kommt noch eine? Ne, Faker hat den Box. Okay. Bombe, Bombe, Bombe. Vorsicht. Ziel. War auf jeden Fall schon mal ein bisschen problemloser als vorhin. Deutlicher Abstand. Es wird noch kommen, keine Sorge. Beim Special Cup habe ich wirklich nicht wirklich viel Hoffnung auf Erfolg. Yoshis Piste. Hier gab es, glaube ich, noch gar nicht den Secret. Gab es nicht in Mario Kart DS den Secret da irgendwie? Oder wo war denn das? Ich glaube, in irgendeinem Teil gab es ein Secret da links unten, wenn man runterfährt. Ja, I don't know. Ist mir ehrlich gesagt eigentlich auch nicht so wichtig. Trotzdem ist eine Strecke, ich feiere sie einfach heute mega. Vor allem natürlich wegen dem Design, was man heute in Mario Kart 8 Deluxe hat. Ich finde das mit dem Dorf, das passt einfach so. Bowser, du kleiner Verräter. Warum gerade jetzt, wirklich? Ja, das habt ihr euch verdient. Also das war jetzt schon wirklich ein Trigger-Move, tut mir leid an der Stelle, aber das habe ich gerade null damit gerechnet, dass da jetzt ein Bowser-Panzer von der Seite kommt. Und ausgerechnet auch mich noch natzt. Na, wartet. Doppel-Item bitte. Ah, durchgefahren. Vor allem, wir haben hier noch eine kleine Sache wieder gut zu machen. Beim letzten Mal richtig fett gefailt beim Wasserfall. Also bei der Abkürzung. Beim Shortcut. So, Yoshi einmal. Fehlen nur noch die beiden hier. Die kleinen Bombermans. Okay, gut. Schädigt euch selbst, warum nicht? Und der nächste. Natürlich vor der Nase droppen ist auch mega gemein. Vor allem, weil es mittlerweile auch nicht mehr die Schutzzeit gibt. Hier zumindest. Heute gibt sie schon. Ich weiß, ich lebe manchmal ein bisschen noch in der Vergangenheit. Also, und anders gesagt, ich vergleiche immer wieder Gegenwart mit Vergangenheit. Ich meine, es ist ja trotzdem immer schön. Wie sich halt das Spiel so entwickelt hat. Wobei ich sagen muss, viele Sachen, ich bin froh, dass sie heute existieren. Also das mit dem... Oh, jetzt kriege ich ein Bierdurei auch noch ab. Ich muss schon sagen, dass mir Sachen wie zum Beispiel das mit dem... Dass man jetzt nicht mehr hintereinander genatzt werden kann, das gefällt mir sehr gut. Weil offen und ehrlich gesagt, ich habe nicht vor, gegen Japaner immer wieder heutzutage so richtig durchgereicht zu werden, weil halt die alle auf einen gehen. Vor allem, wenn es halt auf Strecken ist wie Käseland. Das ist eh schon den Einstieg, der ist so richtig schwierig. Von so einer buckligen Welt und dann... Ja, ihr wisst schon. Ich glaube, das war ein Fehler, dass ich jetzt gerade mein Item abgeworfen habe. Okay, ich habe die Riesenbanane. Die platziere ich jetzt noch ein bisschen asozial. Okay, ist egal. Macht keinen Unterschied mehr. Alter, die Strecke dauert fast 3 Minuten, auch bei 100 CCM. Für mich fühlt sich das halt null so an. Vor allem, also in Double Dash zumindest. Na gut. DK Berglands. Also Yoshi hat schon mal die Chance vergeben. Auf seiner Insel. Jetzt fühle ich mich aber wie zu Hause. Ist ja logisch.
wäre natürlich jetzt eine absolute unentschuldbare Sache, würde ich hier jetzt nicht Erster werden, hier auf der Strecke. Einfach eine Sache der Ehre. Gut. Ja, Alter. Das war schon mega asozial platziert, das muss man so sagen. Und wieder Yoshi. Ah, Mann ey. Trotzdem Vorsicht vor den Felsen. Nein, 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 nein. Stopp, 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 stopp. Auf der Strecke bleiben, auf der Strecke bleiben. Vor allem die Strecke hat ja, ihr wisst ja, so richtig den obergeilsten, ich sag mal, Triggered Move. Ich glaube, ihr kennt das Video alle von Mario Kart Wii. Auf DK Bergland, wo dieser eine Kerl auf der Brücke in der letzten Runde so ziemlich alles abbekommen hat. Wenn ich, okay, also ganz ehrlich, das ist ja richtig ein Meme geworden mittlerweile. Also maximal ein Betrug. Und seitdem ist es wirklich offiziell, dass Mario Kart das größte Betrugsspiel ist, was es gibt. Ich beschwere mich wirklich über Mario Party. Wie zuletzt gesehen. Ja, okay, aber sowas passiert auch wirklich so selten, aber offen gesagt, wenn es passiert, dann passiert es einfach. Lol, das war ein kleiner Felsen. Okay, der macht nichts aus. Nice. Ich hab ihn. Nein, 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 nicht runterfallen. Nein! Das war. Lol. Ist das. Lol, geile Geschichte. Also einfach am Ende runterfahren und du kommst auf der anderen Seite der Brücke raus. Lohnt sich das nicht mehr? Wollt ihr nur gesagt haben. Also das ist sau seltsam. Du fällst am Anfang von der Brücke runter und dann droppst du einfach... Was? Ja, voll unlogisch. Ja, klar. Der letzten Runde jetzt, oder was? Ich sag's, wenn ich jetzt nicht Erster werde, ganz ehrlich, ich... Ne. Jetzt noch in die eigene Banane. Die war von mir, 100%. Genau, fahr in den Felsen rein. Ich bin jetzt vorsichtig. Nein, sowas kann ich mir jetzt nicht erlauben. Fahrt bitte alle in die Schlucht rein. Okay, ich glaube, ich konnte mir einen Vorsprung sichern. Ich verwende jetzt die Pilze nicht, sonst drifte ich noch versehentlich runter. Boah, das war knappe Geschichte an der Ehre. Aber wie schon erwähnt, wir haben es geschafft. Das, was wir wollten. Erster Platz und somit müssten wir jetzt den Special Cup bekommen. Und da sehen wir dann 4 neue Strecken und die... Oh mein Gott. Ich freue mich auf die nächste Folge, ihr wahrscheinlich auch. Aber jetzt holen wir uns erstmal den Sternen Cup ab, den wir uns so hart erarbeitet haben. Zumindest knapper als sonst. So, Elend. Wirklich sehr knapp. Genauso jetzt wie hier DK Bergland. Die anderen beiden gingen ganz klar. Minuten 44. So, ich hoffe, ich habe mich jetzt nicht getäuscht. Nope, da ist er. Special Cup wurde zum Grand Prix hinzugefügt. Leute, freut euch auf die nächste Folge. Die wird epic werden. Bis dahin. Ciao, Leute.